Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. So, der hat die eigentlich irgendwas am Ohr? Die LaForge? Am Ohr? Mhm. Ah, das ist die Frisur, oder? So ein Knödel wahrscheinlich. Okay. Das sieht aus wie so ein bajoranischer Ring oder sowas. Ja, nee. Ja, sehr lustig, ja. Halt über so Ohr. Nein, ich fand nur die Bezeichnung, ihre Frisur hat einen Knödel. Das finde ich geil. Das sage ich jetzt in Zukunft auch. Das ist geil. Ja. Und ist viel zu langweilig. Knödel klingt viel besser. Ja, komm nach Österreich, da hörst du das öfter. Echt? Das ist ja keiner Dud. Dud ist was Deutsches. Da hast du einen Knödel um. Aber was esst ihr dann? Auch Knödel. Wir essen Haare. Wir essen Dutt. Ich hätte gerne Leberknödel-Dutt. Zum Anhängen, ne? Okay, das ist der Dutt in dem Fall, okay. Sah irgendwas aus, irgendwas setzt sich was bei den Ohren. Naja. Nee. Das ist die Vorgängerin der Burnham-Frisur. Die Schwarzen haben auch immer die Frisur tragen dürfen. Hashtag no racist. Na, ist ja wahr. Whoopi Goldberg wollte es wahrscheinlich nicht schneiden, die hat gleich so ein Ding jetzt bekommen. Gleich so einen Hut. Deswegen sind die Hüte auch immer größer geworden, weil jeweils die Haare so lange nicht geschnitten. Sah auch so ulkig aus. 60 Kilogramm Haar versteckt. Wir nehmen diesen riesigen Tellerhut. Wer dieses Design von ihr gemacht hat, keine Ahnung. Ja. Ja, die gibt's. Praktisch auf einem Raumschiff rumzurennen und hier ist mal so ein halben Meter Hut da rum. Versuch da mal schnell vom Schiff zu fliehen durch die Shuttle-Röhre. Ich kann nicht in der Shuttle rein, mein Hut ist zu groß. Oder eine Jeffreys-Röhre. Ja. Sie muss da lang geflohen sein, ihr Hut hängt an der Kappe. Folgen Sie dem Hut. Geil. Bei jeder Taxiverfolgungsjagd, wenn Sie den Taxifahrer verfolgen, fahren Sie dem Hut nach. Ja, so riesig wie der ist. Guckt so oben raus, ne? Bei denen mit Cabrio-Dach. Ja. Nice. Dann haben wir den Harry. Für 28. Harry fährt die Enterprise B vor. Tja. Sulu. Dann nochmal Captain Sulu. Mit ein Tässchen Tee. Jo. Der Eid des Hauptmanns. Demnächst bei Sat.1. Der eine guckt eh so, der Bateson guckt eh so ein bisschen so wie ein Detektiv. Da könnte so ein bayerischer Detektiv sein. Ein bayerischer Polizist, dann bräuchte er nur noch was Grünes an, anstatt dem Roten. So ein Kappel auf und ideal. Der Berghauptmann. Und den Machern von Der Bergdoktor. Genau. Mein Beileid, dass du den Kram auch kennst. Aber nur vom Namen. Sachen, die Eltern, / in Anführungszeichen, hauptsächlich Mütter gucken. Und mit den anderen im Bild hättest du doch jede Zielgruppe abgedeckt. Hashtag no racist. Zielgruppe abgesteckt, was meinst du? Na, bei den vier? Also asiatisch, schwarzhaarig, mhm. Schwarze und schwarzhaarig, genau. Alle schwarzhaarigen. An eine Wand, nein. Und Harry, der den Pi grinst. Das ist immer der Versager, der es voll reinkriegt. Der nichts zustande kriegt.
braucht auch jede Serie. Medizinische Crew, die kriegen wir Dienstag. Eigentlich kriegen wir alles erst am Dienstag. Ich weiß auch nicht, warum wir 2 Tage vorher losgeflogen sind. Der Berghauptmann hat's echt nicht leicht. Der Berghauptmann und seine tollgrüne Crew aus Teetrinker, grenzdiebigen Grinsern. Und Knödelfrau. Und Knödelfrau. Dieser Schokoknödel. Mein RTL. Nein. Hashtag no racist. Na gut. Brot und Samt, ja? Mhm. Sehr schwarz-weiß. Mal halbwegs brauchbar übersetzt. Mhm. Diese Schwarz-Weiß-Denken immer. Verdammt. Voll die Klischee-Schublade. Ja, dann haben wir noch das Viereck mit 3 Leuten. Das ist so eine kleine Übersetzung. Was, wie hieß das im Englischen? Oh, man kann es ja umstellen, warte. Warte, ich habe eine ganz doofe Idee. Ich kann es ja umstellen. Ich guck mal nach, was es jetzt auf Englisch heißt. Quadrilateral? Quadrilateral. Das ist echt ein Viereck, scheinbar. Hä? Also, eins kann ich mal festhalten, sie haben nicht den Google-Übersetzer übersetzt, der nimmt daraus nämlich vierteljährlich seitlich. Das wäre noch besser. Wir hätten es gerne ihre Haare, so vierteljährlich seitlich. Aber ich spitze nicht so viel, ja. Alle Vierteljahre gehe ich zum Friseur und ich hab's immer seitlich. Das wird aber ganz ehrlich, geht nochmal zum Paket Nummer 2. Wird gut zum zurück. Kim passen, ne? Nee, zum Paket Nummer 1 wird's auch passen, ja? Einfach nur Seite weg, alles nach oben als Turm. So Captain Sylvia LaForge da. Oh Mann. Kim sieht auch aus wie mit einer Föhnwelle. Ja, das ist aus dieser Zukunftsfolge, ne? Mhm. Die Botschaft auf den Eisplaneten crasht. Wo Kim mal richtig glänzen durfte, mal richtig schauspielen durfte. Ja, und dann stirbt er. Story of his life. Das singt er wahrscheinlich auch jedes Mal. This is the story of my life. Da, 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 da. Und jetzt lauft er rum als Doktor in Two Point Hospital. Was eine Karriere. Erfolg sieht anders aus. Nee, wir hatten nämlich in Two Point Hospital einen Doktor, der Garrett Wang heißt, und so heißt der Schauspieler von Kim. Für alle, die sich gerade fragen. Aber ich glaube, der hieß jetzt wirklich nur Garth Wang, oder? Das war der Bruder. Okay. Die Wangs. Familie Wang im Krankenhaus. Juhu, 450 Baupläne für ein Schiff, was ich schon längst habe. Ja, machst du auch gerade Rewards auf? Dabo. Dabo! Dabo! Machen wir gerade diese 4 Einzelpakete auf. Vielleicht habe ich auf Englisch mehr Glück. Ist klar. Und jetzt nur so 5 Sterne. Nee. Dismiss Crew, was kriege ich raus? Hodor! Also Honor. Hodor! 5 Sterne Hodor bekommen. Du spielst aber schon noch dasselbe Spiel. Ich sag immer doch, dass... Disruptor Beams Game of Thrones hier angefangen. Ich sag immer doch, das wäre eine coole Sache. Das Spiel nur mit Game of Thrones Charakteren. Wird, glaube ich, wird gut weggehen. Ja. Weil die haben ja auch immer laufend irgendwelche andere Sachen an. Jede Folge hat irgendwie Khaleesi was anderes an. Oder trägt die Haare anders. Da könnte man viele verschiedene Versionen von der Inneren raushauen. Es gibt so viele Charaktere in dem ganzen Universum.
Aber bei Khaleesi stell mir vor, so Khaleesi, Nackt 1 Khaleesi, Nackt 2 verbrannt Khaleesi. Verbrannt mit Drachen Khaleesi. Da könntest auch genau dieselben Skills eigentlich nehmen. Jemand, der gut in Command ist. Stannis Jemand, der gut im Baratheon oder Kampf keine ist. Ahnung, oder genau, jemand, der gut im Kampf ist. So ein, Diplomatie. ja. Medizin, naja, die verrecken eigentlich meistens. Wobei, es gibt schon Mediziner, es gibt auch immer diese Mönchartigen da. Ja, okay, ja. Wer sie braucht. Weil dann haben wir wieder keine Wissenschaftler. Da würden sie noch sowas finden wie Intrige oder so. Verschlagenheit. Und statt der Shuttles von Föderation Klingon und weiter, kannst du einfach Drachen. Pferdereiter für verschiedene Häuser. Schickst du einfach Drachen los? Schickst Drachen los nach hier Zur Winterfell, Mauer und nach zur Winterfell und Mauer oder Königsmund und Königsmund, die Bank von Eiseninseln Batino und so, und wie heißt die? Bart, Genau. Bank und so. Ja? Du bräuchtest das Spiel eigentlich nur 1 zu 1 nehmen und das Game of Thrones drauf packen. Und da hast du dann auch Reisen zum Egal, Beispiel. veröffentlicht. Sie hätten das so selbst einfach machen können. Da hast du dann auch Ja. Reisen, wo es halt dann mit dem Drachen länger unterwegs bist, wo es dann irgendwie zur Mauer reist und auch verschiedene Hindernisse durchlebst. Kannst auch Q-Kämpfe, sind halt dann so PvP-Kämpfe gegen andere Häuser. Ja, da würde ich schon was machen lassen. David. Und ich glaube, die Die Hälfte der Zielgruppe Sachen musst wäre. du gar nicht umbenennen. Ja. Währungs drin behalten, Ja. ja. Die Lithium machst du einfach die Währung aus Dingsens rein, die Dinger da, oder weiß nicht, Chroniton sind der valyrische Stahl oder sowas. Also, falls irgendwer, Und also die Zielgruppe wäre auch baut vorhanden, ihr glaube ich. spielt's, aber ich beteiligt uns. Ja, aber sie haben ja ein Game of Thrones Spiel, aber das ist stinklangweilig. Und hat so gar nichts von Disruptor B, von Timelines. Das war letztens aber auch mal irgendeine Kolumne, ich glaube bei GameStar, Ja, das habe ich gesehen, dass so. es so viele Game of Ja. Thrones Spiele tatsächlich gibt, aber irgendwie sind sie alle. Blah. Ja, habe ich gesehen, dachte ich mir auch, ja, haben sie recht. Da fragt man sich auch, warum. Ich meine, So eine diese starke ganze Saga, Lizenz, ey. ja, vor allem so eine starke Marke dank dieser Serie, ja. Daraus wird, ganz ehrlich, ein Spiel von Game of Thrones ich sag mal, umgesetzten Design für sowas wie zum Beispiel Assassin's Creed. Von der Grafik, Ja, Storybildung, ja. freie Open-World-Karte von ganz Westeros, Reisen mit Schiffen zwischen den anderen Kontinenten, ja, überall kriegst du andere Aufgaben von den anderen Häusern. Fertig. Egal, wir haben gerade zwei Spiele hier entworfen. Shut Jetzt up mach and doch take my ein Ding money. draus und setz es frei. Shut up and take my money. Ja, genau. Bis zwei Drachen will ich es auf dem Tisch haben. Aber hin und dran, ich kann nicht so schwer sein. Von mir ist auch Lootboxen, ist mir egal, aber macht. Oh toll, dann machst du das Ich. Jay. Oh, Scheiße. Kommando retour. Ja, bis zum 10. Patch Winterfell wieder nicht verlassen. No. Ach. Gibt's da so DLCs? Sie wollen nach Winterfell reisen? Schön. Ja, aber Zahlen stell dir Sie mal noch mal. vor, sowas keine Ahnung, wie heißen denn die alten Dinger, so Gothic, Ryzen, jetzt hier Assassin's Creed oder Far Cry, diese riesigen Open-World-Dinger mit Skyrim. hammer-epischer Grafik, Skyrim, genau. Die haben schon Stell dir Drachen mal drinnen. vor, und dann kriegst du so eine, das ist ja schon eine Art Fantasy-Welt, das Game of Thrones-Ding, ja? Warum ist da kann doch nicht so schwer sein, dass da keine Sau auf diese Idee kommt. Vor allem, dass die Lizenzen dann so teuer sind, weil ich meine, für was anderes haben sie das Geld, dass sie irgendwelche Scheißspiele releasen, wo Game of Thrones umsteht? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht so wirklich. Und ich glaube auch, dass die Zielgruppe da wäre, wenn sie jetzt so ein Timelines-Spiel
machen würden mit Game of Thrones, glaube schon, dass die Zielgruppe da wäre. Ja. Dass die größer wäre als die Star Trek Zielgruppe. Wobei, gut, vielleicht sind viele Star Trek Spieler, Star Trek Fans, jetzt hasst sie mich wahrscheinlich alle, aber vielleicht sind die eher Nerds, vielleicht eher männlich und Männer sitzen vielleicht eher am PC, vielleicht könnte man so argumentieren, aber Aber es als. gibt mittlerweile auch Gamerinnen, so ist Ja, es ja nicht. ich weiß schon. Klar ist der Klientelanteil von denen vielleicht nicht so hoch wie bei Männern, aber nee, sagen wir mal ganz ehrlich, Game of Thrones ist jetzt auch nicht so die typische Serie im Das Sinne gucken sich für. schon viele Frauen an. Oh, Jon Snow. Okay, die jüngere Generation guckt sich vielleicht an, aber Ja, jetzt von der ja. Gemeinde. Jetzt stell dir mal vor, deine Mutter. Nee, Wäre diese Serie etwas für deine Mutter? nee. Nee. Meine kriegt schon einen Kulturschock, wenn es nicht irgendetwas mit einem deutschen Arzt oder irgendwas nicht englisches Rosamunde-Pilcher-Drama zu tun hat oder mit einer Schiffsreise auf in der Kreuzfahrt Karibik. Wir erinnern gerade die deine Mutter-Witze um auf meine Mutter. Meine Mutter kriegt schon Herzinfarkt, wenn da nur Schiffe das. Ja, und meine Mutter ist. Nur Grüße, sollte sie das hier sehen. einer der wenigen wahrscheinlich, die in ihren Amazon-Einkaufsverzeichnissen, in ihren Katakomben das Traumschiff als Empfehlungskategorie drin haben, weil ich das für sie ständig mitbestellt haben musste. Also, das weißt du, was das Krasse ist? Da sind immer nur drei Folgen drauf auf so einer Hülle für 30 Euro. Und jedes Mal, wenn du jetzt in Amazon shoppst, kommt dann so eine Empfehlung, oder? Wollten Sie nicht auch noch die neueste Staffel kaufen? Das kam sehr häufig, bis ich irgendwann angefangen habe, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse. Dann hat es irgendwann mal aufgehört. Aber eine Zeit lang war es echt so oft, wenn ich auf DVD gegangen bin, hier, was Neues von Das Traumschiff. Staffel Kunden, 23. die dieses Produkt kauften, kauften auch Schwarzwaldklinik, der Bergdoktor, Rosemunde Pilcher. Gott, ich erschieß mich gleich. Der Berghauptmann. Der Berghauptmann, ja. Oh. Es gibt nichts Langweiligeres auf der Welt als deutsche Serien. Stimmt. Ich kenne auch keine gute deutsche Serie. Nope. In den Kommentaren jetzt. Ey! Was ist mit Punkt, Punkt, Punkt? Enger, ich glaube so. Ah ja, aber Dschungelcamp war doch toll. Mir fällt jetzt echt keine deutsche Serie ein, wo ich sage, geil. Ich muss sagen, ich bin ähnlich, das, was ich vorhin schon mal sagte, fällt bei mir irgendetwas schon mal durch und eben halt in meiner Kindheit sind deutsche Serien aufgrund dieses bescheuerten Krams da von eben durchgefallen, habe ich mich nie intensiver damit mehr auseinandergesetzt. Ich habe mich immer generell mehr auf den amerikanischen Markt und in den letzten Jahren vom amerikanischen Markt mehr Richtung englischen Markt orientiert, was Serien betrifft. Ich denke mal immer, wieso müssen die so deutsch sein? Ja, ich Dann immer mit diesen Dialekten und das ist dann meistens irgendwie, keine Ahnung, das auch bei den Österreichischen ist es dann immer, muss dann immer dieser tiefe Wiener Dialekt sein und das muss immer so recht mit Mundart sein und so weiter. Pff, warum? Dialekt würde mich noch nicht Zerstört so mal viel teilweise. nicht stören, aber also gefühlt ist doch auch locker die Hälfte dieser ganzen Serien Und alles Krimis. Krimis. Ja, Ja. Krimis, aber auch so richtig schlecht oder irgendwie so, du guckst 3 Minuten rein und weiß nicht, der und der ist der Mörder. Das kannst du noch gar nicht wissen, kommt da wahrscheinlich ein Kommentar von meiner Mutter. Ja, und ich so, wart's ab, guck dir eine Stunde das Ding an und dann sag mir nochmal, wer der Mörder ist. Und dann kommt wahrscheinlich so, wie hat sie das gewusst? Ist das eine Wiederholung? Nein, das war einfach so schlecht geschrieben. Und nein, meine Mutter redet nicht so. Das war ja jetzt eigentlich nur sehr übertrieben dargestellt. Ich habe meine Mutter echt super lieb. Aber meine Mutter ist. Das ist ja noch gar nichts.
finde, wenn jemand überhaupt, man darf nicht andere Mütter beleidigen, aber wenn man überhaupt irgendwas sagen darf, dann nur wenn über seine eigene, aber dann darf es nicht zu ernst sein. Ja. Mütter haben viel mehr Respekt für das, was wir ihnen eigentlich jemals geben können. Yep. Stimmt. Der muss alle den Arsch abgewischen. So, haben wir noch was? Das ist doch mal schön ausgelang. Das hatte ich gerade noch, aber es ist verflogen. Das Bild von Müttern, die Babys den Arsch abwischen, hat alles weggefegt. Bist du noch einmal am Bildschirm unterwegs, also mit dem Borg, mit der Borg-Sonde da? Also seit den letzten 10, 15 Minuten habe ich wieder die Borg-Sphäre im Bild. Vorher war halt immer irgendwie Event oder Zeitportal offen. Müsstest mal mit der Kamera so ganz verrückt hin und her wabbeln. Das sind so circa die neuen Serien. Die neuen Effekte. Und dann rein, raus, zoomen und dann wieder blablabla. Alter, wieder schlecht. Boah. Dieses Leuchten dahinter teilweise ein bisschen zu krass. Nee, das ist auch CGI, also es hat perfekt voll gepasst zu deinem CGI-Talk. Da ich das so ein bisschen nachgestellt mit dem leuchtenden Waben da. Ja, was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, einfach dass diese Tatsache, warum muss selbst alles, was in real existiert, selbst wenn sie einfach nur mal in Establishing Shot von einem Wald oder einem Berg machen, warum muss das alles CGI sein? Weil ich habe das Problem, Günstiger, ich bin vielleicht. zu sehr darauf geeicht, schon das zu erkennen. Und dann will ich lieber was Echtes sehen, als dieses nahezu fast echt, aber dann noch erkennbar als künstlich. Das ist dann so, ich bin dann jedes Mal richtig enttäuscht. So, warum war denn nicht mit einer 4K-Kamera seit in den Heli gestiegen und hab einen richtig geilen Establishing-Shot einer richtig echten Naturaufnahme gemacht? Nein, ich muss mir wieder einen CGI-Müll hier antun. So, das nochmal dazu. Ja, dann. Danke fürs Zuschauen. Macht's auch nicht besser als das kackende Baby, oder? Danke. Ach komm, für angenehme Gedanken, aber knowing me, knowing you. Besser? Ja, es ist besser als kackende Baby, sagen wir es mal so. Siehst du, siehst du. Ja, womit ich auch nicht so viel anfangen kann, aber da sind wir eigentlich schon dabei, ist oft der Musikgeschmack dann von älteren Leuten. Ja. Müttern vielleicht auch. Wobei ich da eine sehr große Ausnahme bin, dass ich kann weder den Musikgeschmack meiner Eltern richtig. Also es gibt ein, zwei Sachen, das kann man heute noch hören, was die hören. Also mein Vater ist ein Fan von Queen. Davon finde ich, gehen einige Songs heute auch noch. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so nervig oder altbacken, sage ich mal. Aber ich kann auch ganz ehrlich mit diesem ganzen Neukram Ja, stimmt, kann ich auch nichts auch nichts anfangen. anfangen. Also ich kann mit Rap nichts anfangen und mit all diesen, keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht mehr, wie diese Musikrichtungen noch heißen. Das klingt ja teilweise nicht mal mehr richtig nach Gesang und Kunst. Es ist dann einfach nur noch eine Aneinanderreihung von Beleidigungsreimen und weiß nicht, politisch inkorrekten Verfehlungen, was weiß ich. Alter, ich ficke deine Mutter, dann ficke ich dich, dann ficke ich deinen Opa, dann ficke ich nochmal den Bundespräsidenten, Alter, ja. Und alle so, yeah, geil, mehr. Und alle fragen sich, wen fickt er als nächstes? Ich meine, ich höre auch ganz gerne ältere Musik, also ich keine Ahnung,
Aber ist jetzt auch nichts, wo ich dann wegdrehen würde. Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt eine CD davon kaufen. Frage, hast du jemals eine CD gekauft? Ja? Oh, okay. Ja. Also ich habe zwei geschenkt bekommen, das sind die einzigen zwei Musik-CDs, die ich habe. Okay. Nee, habe ich mehrere. Meistens so Musik-Compilations. Roxette habe ich damals ganz gern gehört. Da habe ich viele CDs. Ich glaube, alle, die rauskamen. Und fast alle. Irgendwann haben sie nur mehr angefangen, Best-ofs zu machen. Dann haben wir gedacht, okay, nee. So viel Geld möchte ich auch nicht loswerden für dieselben, die ich auf anderen CDs schon habe. Ja, ein paar. Und damals kamen ja diese MCs raus, glaube ich, hießen die, oder? Wo dann nur ein Lied draußen war. Ich dachte, MC steht für Musikkassette oder sowas oder Musikkassette. Wie hießen denn die CDs? Oder waren das dann so kleine CDs, wo quasi kein Album drauf war, sondern wo nur ein Lied drauf war und da dann drei oder vier verschiedene Versionen von dem. Und das war halt damals im In und kam halt im Radio und hat mir gut gefallen und da habe ich mir dann so eine kleine CD gekauft davon. Okay, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also zu ein Lied ist, heißt es dann, ist das dann eine Single? Ja, genau. Ja, Okay. genau. Wie gesagt, habe ich mir nie, weil ich war immer, ich weiß nicht, so richtig mit Musik bin ich erst in den letzten 10, 15 Jahren so warm geworden, in Anführungszeichen. Vorher war es für mich immer so, warum setze ich mich jetzt hin? Also ich rein aus meiner Elternsicht erzählt, ich habe den halt so kennengelernt, mein Vater legt sich eine CD in seine Anlage ein, schaltet seine Box A, Box B, Vorschaltanlage A, Vorschaltanlage B. Das hieß man Terz gewesen. Ja, dann setzt er sich hin, genießt dieses eine Lied und irgendwann fängt er an, dann ab dem zweiten Lied, na, die Stelle gefällt mir nicht, dann spult er vor bis zu der Stelle, wo es ihm wieder gefällt und dann wird er wieder weiter und dann, ich weiß nicht, hat mich nie so gereizt, mich hinzusetzen und nur über Zeitpunkt X Musik zu hören. Das war für mich immer so ein Hintergrundgedödel. Ja, schon, aber dann halt auch die richtige Musik und dann. Ja. Und wenn einem ein Lied gut gefällt, dann. Ja. Habe ich es mir halt damals gekauft, weil damals konnte man halt noch nicht runterladen, da gab es sowas noch nicht. Spoiler für alle Jüngeren. Und wenn einem da ein Lied gefallen hat, hat man es halt entweder aufgenommen, so habe ich es damals mit der Kassette gemacht. Wenn da irgendwie ein Lied im Radio lief, habe ich halt rechtzeitig mit der Kassette aufgenommen und mir das Lied angehört. Oh, doch, das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Und später halt dann gab es eh dann die CDs, da brauchte man das nicht mehr machen, dann war das voll praktisch. Wenn man das fertige Lied schon hat und ohne dass irgendwie ein Moderator reinquatscht. Das hab ich beim Ghostbusters-Lied gemacht. Nur einmal? Ich hatte da ganze CDs voll. Nee, nee, Das nee, Blöde CDs war, wenn gar man nicht, dann aber. vergessen hat, das irgendwie wieder abzudrehen und die lief halt dann weiter die Kassette und hat irgendeinen Scheiß aufgenommen. Die Nachrichten und irgendwelche Nachrichten, Werbungen. Staumeldung. Ja, genau. Ich höre mir heute noch die Staumeldung von 1996 Ah, dann hat man es halt von der einen Kassette genommen und hat es auf eine andere gespielt und da hat dann die besten Lieder so aneinander gereiht. Ja, war schon lustig. an. Ja, ne, habe ich. Heutzutage ladet man die einfach runter, fertig. Ja, Ja, und also wie so bin ich gesagt. halt einfach aufgewachsen mit Musik, mit Kassetten und dann irgendwann waren CDs halt einfach viel praktischer als Kassetten. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber so ein Also. Plattenhype zum Beispiel, was jetzt in den letzten Jahren wieder rausgekommen ist, so, ah, Platten sind so gut und haben so eine gute Qualität und muss man unbedingt haben, man muss sich jetzt einen Plattenspieler wieder reinlegen in die Wohnung. Nee, Das ist auch wieder habe ich für überhaupt nicht. weiß ich so Trend dann, oder? Ja. Oder so fällt unter dieses Retro-Ding und. Und dann hypen es wieder ein, zwei Leute hoch, weil Ja, der Klang ja. dann vielleicht doch noch. Da musst du aber auch wirklich ein gutes Gerät und eine gute Ein gutes Tonabträger. Gehör haben auch. Ja. Aber wenn mit so einer 0815 mit. Ich stimme ja vollkommen zu, dass ein, nehmen wir mal an, jetzt ein 50-Euro-Gerät, eines Verstärkers, CD-Player, Schallplattenspieler, whatever, mit einem High-End-Gerät, das vielleicht mehrere hundert oder 1.000 Euro kostet, nicht mitteilen kann. Das würde ich wahrscheinlich und du auch noch gerade so raushören, dass da irgendein gewisser Klangunterschied drauf ist, ja. Aber jetzt zu sagen, die Schallplatte hat einen besseren Sound und jetzt legt sich jeder wieder so ein
0815, weil die meisten werden jetzt nicht hingehen und sich für 1000 Euro einen Schallplattenspieler kaufen. Dann geht man da hin und kauft das günstigste Modell. Und dann ist auch die Enttäuschung eigentlich nur groß, weil die ultimative Klangqualität, der absolute Sound wird es nicht werden. Stimmt, ja. Nee. Da sind wir wieder beim Influencer-Kram. Hochgehypte Trends, oh mein Gott. Krass, das ist echt immer so ein Format, das verleitet so zum Talken. Und jetzt sitzt man da wieder gerade 2,5 Stunden und 2 Stunden 40 über alles Mögliche. So krass. Wir talken alles durch, keine Gnade, hier wird alles durchgetalkt. Schreibst du in die Kommentare, über was wir talken sollen beim nächsten Mal? Bitte nicht, dann müssen wir uns ja noch irgendwas dran halten. Nee, dann wird das gar nichts. Nee. Das war das, was Briefing tot gemacht hat. Sich beschränken auf etwas und dann weiß man dann nichts zu sagen. Das glaube ich nicht, aber eher dann nur, sich nicht ablenken zu lassen. Ja. Bei dem Thema zu bleiben, oder? Ja, nee, manchmal kann man auch abdriften, aber... Wir sind ja fast nur abgedriftet. Aber bei eurem Briefing war es halt dann später echt nur noch, okay, wenn man spielen kann, dann spielt man auch nebenbei. Und dann seid ihr halt nur noch rumgelaufen, ohne zu talken. Und da darf man sich ja halt dann echt nicht ablenken lassen, muss halt dann echt beim Talk bleiben. Das ist das Praktische an Timelines, da passiert halt nicht so viel spielerisch, da kann man sich gar nicht so ablenken lassen. Ja. No. Außer irgendwie mal einen Shuttle losschicken, das hat man eh schon 10.000 Mal gemacht, das geht eh schon so im Schlaf. Aber habe ich eigentlich gedacht, das ist doch oh Gott. Aber ich habe ja auch schon mal gedacht, aber auch schon mal gedacht, welches Spiel wird es noch geben, wo man richtig gut talken kann, ohne dass man sich vom Spiel zu sehr ablenken lässt, aber wo das Spiel doch so viel bietet, dass es spannender ist, als Timelines zuzuschauen. So ist wie GTA zum Beispiel, ist ganz cool zum Zuschauen und Cruisen, aber dann wird man sich im Spiel total verirren. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst dich ja konzentrieren zu fahren, zu schießen, wenn du Missionen machst, oder weil du kannst ja nicht nur fahren, du willst ja irgendwas erleben, und das heißt, du musst jedes Mal irgendjemanden ansprechen, eine Cutscene geht los, jemand spricht, oder musst Texte durchlesen, was du tun sollst. Gut, hast den Multiplayer nicht, aber okay, dann wirst du halt wieder irgendwo von irgendwie abgeknallt oder musst trotzdem irgendwelche Missionen machen. Ja. Das wäre halt wieder spannender und schöner zum Zuschauen. Aber. Das ist echt. Aber siehst du so, es ist immer noch cooler als die Podcasts, wo man einfach gar kein Bild hat. Da bewegt sich zumindest ein bisschen was. Wir bieten CGI-Effekte. Podcasts zum Beispiel ist jetzt sowas, das ist auch eher so ein Trend in den letzten Jahren geworden. Jeder muss Podcasts machen. Postcards, ja. Postcards. Finde ich jetzt gar nicht so spannend, wenn man einfach nur da sitzt und sich nichts tut am Bildschirm. Bin dann schon immer ein Fan, wenn GameStar zum Beispiel oder GameTube den Podcast macht. Finde ich das immer ganz cool, die auch reden zu sehen, eine Facecam zu haben und deren Emotionen zu sehen oder einfach irgendwelche Spielgrafik im Hintergrund zu sehen. Oder selbst wenn es ein irgendwie ein Bildschirmschoner, also ist das schon cooler für mich, als einfach gar nichts zu sehen. Ja, aber ich kann auch die verstehen, die sagen, wenn sie unterwegs sind und sie haben es nur auf dem Handy, dann hört man sich's halt wie so eine Art Audiobook halt an. Kann ich schon verstehen. Das ja, ist jetzt der Typ bin jetzt ich so irgendwie gar nicht. Bin ich auch nicht, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich früher gerne sowas wie Hörspiele mal gehört habe oder Hörbücher. Keine Ahnung, was jetzt mit Hörbücher. Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich eher das Tablet mit und spiele was oder ab meinen Musikplayer mit und höre Musik, aber dass ich da so Podcasts höre, habe ich gar nicht. Beim Auto zum Beispiel muss ich mich aufs Autofahren konzentrieren und dann, wenn da jetzt irgendjemand über Themen labert, lenkt mich das eher ab. Und ansonsten, wenn ich unterwegs bin, höre ich eigentlich lieber Musik als irgendwelche Hörbücher. Wenn ich öffentlich unterwegs bin, dann entspanne ich ja lieber. Da höre ich dann auch Musik. No. Also ich gucke jetzt hier gerade mal so ein bisschen durch meine Spiele bei Steam. Oh, hier hätte ich eins. Das würde, glaube ich, nicht allzu sehr ablenken.
Drop it. Dark Souls. Nehmen wir Dark Souls. Dark Souls ist klar. Das kenne ich. Genau, da kennen wir schon alles, das ist nichts Neues. Genau. Uno. Es muss halt so simpel sein, dass du nicht alle paar Sekunden über etwas nachdenken musst oder überlegen musst, was, wie du es jetzt tust. Also alles, was in Richtung Strategie oder sowas geht, das funktioniert nicht. Ich meine, so, ihr habt ja mal diesen Landwirtschaftssimulator gespielt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man da halt talken kann. Ja. Der funktioniert auch super. Vorausgesetzt, du hast... Ja. Wir zwei als Kombi in Talk funktionieren super. Mhm. Und für den Fall, dass es einer von den anderen zwei sieht, Banause, Schwammboy, ihr seid auch echt super Leute, Kollegen, aber irgendwie fehlte uns dreien diese gewisse Chemie wie hier, dass wir 2-3 Stunden durchquatschen können, ohne große Pause über noch und nöcher. Wir haben teilweise eine Stunde nur damit Voraufnahme verbracht, um uns auf irgendwelchen Newsportalen irgendwelche Themen rauszusuchen. Damit wir irgendwas haben. Und das ist dieser Fehler, glaube ich, einfach. Banause war immer der halt gut darstellen wollte und der. Das hat es auch ein bisschen zerstört, finde ich. Ja. Da, gut darstellen, was meinst du, was. Hä? Der. Als Gutmensch verkauft man es jetzt, oder was? Oder? Ja. Okay. Damit konnte ich nicht so wirklich viel anfangen. Ja, gut. Ich bin relativ offen, was viele Sachen angeht. Sonst hätte ich Landwirtschaftssimulator im Lebtag nie probiert. Aber das ist Spoiler-Alarm, ich kaufe mir die nächste Version nicht. Aber es ist eine neue Marke mehr drinnen und sonst nichts. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, nee. Ich habe es gemacht, einfach aus zweierlei Gründen. Zum einen wollte ich mal ein Spiel haben, wo ich dachte mir, es wird entspannt. Was aber grafisch, eigentlich optisch, sah es ziemlich gut aus, fand ich eigentlich noch für die Verhältnisse. Ja. Gibt schlimmere Simulationen. Stimmt, ja. Nur man muss auch ganz ehrlich sagen, also. Es hat mich halt nie gehuckt. Das war. Ja, hast mich nicht so stupide einfach. Ja. Du ich meine, gut, wir spielen jetzt Timelines, das ist auch nicht die Erfüllung, aber es war trotzdem so. Du fährst halt sich monotoner. Die Textur unter dem Fahrzeug, that's all what happens in dem ganzen Spiel. Naja, gut, zwischendurch fährst du die gesammelten Zahlenwerte irgendwo hin und verkaufst sie. Ich stelle mir das schon in echt sau langweilig vor, Landwirt zu sein. Und dann spielst du irgendwas, was du dir in echt schon sau langweilig vorstellst als Spiel. Ist so wie Abwaschsimulator oder sowas. Weißt du, was das Merkwürdigste ist? Und bei Star Trek bist du doch im Weltall und unendlich Weiten und erlebst coole Sachen. Ist doch ein bisschen was anderes. Also für mich. Was anderes, was ganz anderes. Zur Zeit, wo ich LS noch gemacht habe, letztes Jahr und so weiter. Ich habe ja auch mal versucht, andere LS-Projekte zu gucken, um zu sehen, wie machen die das oder nutzen die das. Und ich fand es sehr krass, wie viele Leute sich dann tatsächlich während des Spiels von LS nur über landwirtschaftliche Themen auch dann unterhalten. Okay. Wo ich dann aber zu meinen, ja, ich muss einfach sagen, ich habe keine Kenntnis über Landwirtschaft. Mhm. Ich kenne das Einzige noch von zu Hause, von meinem Großvater, der dann Hausschlachtung noch gemacht hat von Schweinen und sowas. Darüber kann man einmal reden. Was den Anbau von Ackerland vielleicht, da habe ich doch keine Ahnung von. Mhm. Keine Ahnung. Was ich immer krass finde, ist eigentlich, oder schade finde, ist Leute, die sich nur über ein Spiel unterhalten. Das finde ich immer so schade, die sich im Spiel halt nur über das Spiel unterhalten. Okay, ja, ne, das muss doch nicht. Also die haben sich wirklich explizit... Okay, die sich nur über Landwirtschaft... Ja. Mhm. Also nicht nur hin und her, wie es im Spiel ist, sondern wie es im Realen ist. Ja, wir haben es mal verglichen. Mhm. Das ist dann eh interessant, finde ich. Weil es gibt einen anderen Einblick. Ja,
Doch, dann das ja. Weil man kann dann vielleicht mal eine extra Folge machen und drüber reden, aber wenn, okay, wenn man die ganze Zeit drüber redet, ist vielleicht auch langweilig. Aber was ich meine, wenn man die Spiele halt nicht irgendwie miteinander vergleicht und sagt, okay, man hat schon das gespielt und das fühlt sich anders an als das und das. Oder wenn man irgendwie mehr eine Geschichte erzählen kann und, vielleicht auch mal von seinem Tage berichtet oder von seinen Erlebnissen, das finde ich dann auch mal, wertet auch ein Let's Play eher auf, als wenn man nur über das Spiel redet. Oder einfach mal einen Talk reinbringen, wie wir es machen. Und mal über irgendein Thema reden. Wertet, finde ich, auch ein Let's Play auf, als einfach nur, ja, und jetzt gehen wir daher, ja, jetzt machen wir das und jetzt holen wir das ab und ja. Ja, da bin ich nie so der Fan davon. Ja, leider Und du? Gottes. Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Und Gerade ein das. bisschen ab ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich die Shutters gerade sortiere. Selbst davon ist er abgelenkt, oh Mann. Guck Es jetzt ist auf den aber auch. schwarzen Bildschirm. Es ist jetzt aber auch schon wieder 2 Uhr früh, Herrgott. Meine Fresse. Diese Ahnung, ich bin nicht nur abgelenkt. Dadadadada. Gut, gerade durch, was man noch. Was ich richtig cool und entspannend finde, ist The Crew. Das ist zwar so ein Autospiel, aber du fährst halt mit einem Auto durch Amerika. Okay. Ja, du sitzt in deinem Auto und siehst halt wirklich die schöne Landschaft, siehst den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und fährst da irgendwie herum, hast mal Highways, mal kannst du abseits von der Piste fahren. Das ist irgendwie total entspannend, finde ich. Total schön. Also man fährt wirklich nur mit dem Auto durch die Gegend, oder ist das okay? Ich meine, es gibt auch eine Story, die man nebenbei noch erleben kann. Oder man kann irgendwelche Rennen oder Herausforderungen machen. Davon lebt das Spiel eigentlich. Aber ich finde es halt auch einfach schön, wie geil designt das ist und wie man einfach nur rumfahren kann und ja, und die Welt genießen kann und sieht, cool, da geht es jetzt in Richtung Alaska, da sind die, ist es eher verschneiter und dann kommen wir irgendwie in die Wüstenregion und du siehst es halt wirklich, wie sich die Landschaft verändert und die Vegetation. Finde ich voll geil. Dann hast du auch eher solche Mangrovenbäume an einer gewissen Stelle und eher dieses Sumpfige, was ja bei, ich glaube, bei Florida in der Nähe ist. Und was sich Ja. dann am Strand entlang, also total geil und abwechslungsreich und ich liebe einfach Amerika und die haben das echt schön, schön inszeniert. Ich liebe Amerika. Ja. Ja, du doch auch. Ja. Nicht für alles, aber für vieles. Gerade was Landschaft betrifft oder Autos. Einfach geil. Mehr. Einfach Und nur das wäre halt mehr. irgendwie wie GTA, wo man halt auch rumfahren kann und aber die Landschaft genießen. Nur dass man halt bei GTA dann wirklich durch die anderen Spieler durcheinander gebracht wird, die dann vielleicht abballern oder durch Missionen, die man dann macht. Und bei Crew kann man echt gemütlich rumcruisen. Cruisen. Cruisen, cruisen, cruisen. Naja, ich glaube, das überlegen wir uns mal ein anderes Mal. Achso, das war auch ja. Wenn manche fitter sind. Manche bin ich einfach nicht. Nein, ich bin definitiv nicht mehr fit. Bin seit minus 4, seit 20 Stunden. Hey, ich bin jetzt 20 Stunden wach. Und ich habe heute so scheiße geschlafen. Das machen wir alles nur für euch hier voll. Ey, und so. Ziehen wir das jetzt durch. Also ich finde, das könnte eine 4 Stunden Aufnahme werden. Kommen die 1 Stunde 5 Minuten schaffen wir auch noch, oder? Hatten wir schon mal über CGI-Effekte im Film gesprochen?
guck mir gerade auch die Steam-Bibliothek durch und denke mal, ja, vielleicht auch, ja. Ich glaube, unsere Steam-Bibliothek hat nicht sehr viele Überschneidungen. Ja, das kann gut sein. Weil ich bin persönlich eigentlich mehr echt so dieser typische Aufbaustrategie-Wirtschaftssimulations-Gamer. Wobei ich glaube sogar, The Crew wird dir gut gefallen. Auch wenn es mit Autos zu tun hat, es sind keine Autorennen, sondern du fährst einfach mit dem Auto herum. Aber im Prinzip Durch wäre eine es geile sowas, was Landschaft. jetzt auch schon viele machen mit so OMSI oder Ja. Bus-Simulator oder Wobei selbst. Euro-Truck-Simulator Ja, ich weiß ich oder. nicht. Du hast dann ja auch eine gewisse. Beim Eurotruck musst du ja aufpassen, dass du deine Fracht nicht beschädigst und bei OMSI musst du irgendwie bei jeder Drecksbushaltestelle stehen bleiben und die Leute einsteigen lassen und bedienen und da kommst du dann auch voll durcheinander. Ich mag einfach nur was, wo man rumfahren kann, wo man sich aussuchen kann, ob man da jetzt stehen bleibt oder nicht. Und das ist halt immer der Nachteil bei Es diesen ist ganzen einfach nur eine Busdingern. riesige offene Welt, in der man rumfahren kann, oder was? Genau. Okay, das ist aber schon krass dann. Schon krass. Du hast einen coolen Soundtrack, finde ich. Also zumindest beim ersten Teil. Jetzt kam ein zweiter Teil auch raus. Den kenne ich noch nicht. Der hat nicht so die guten Reviews, weil angeblich die Welten nicht mehr ganz so liebevoll designt sind. Und ich finde auch, dass es beim Einser geil aussah, also von den Screenshots. Also was ich von den Screenshots jetzt vom Zweier Teil gesehen habe, finde ich den Einser. Das war einfach ein schönes Gefühl, mit einem fetzigen Soundtrack da rumzufahren. Kannst du dann dein Auto aufrüsten, anders lackieren, aber fährst halt die Hauptzeit herum und machst irgendwelche Jagden nach Bestzeiten und sowas. Aber das kann Okay. man auch außen weglassen, man kann ja auch einfach nur rumfahren. Weil dann ist halt eine schöne grafische Abwechslung da, finde ich. Und man lässt sich nicht so ablenken. Vielleicht. Wir lassen uns ablenken. Entschuldigung, war gerade mit Shuttles beschäftigt. Also ich finde, wir reden hier immer nur über genau ein Thema, über das wir uns vorher entschieden haben und lassen uns null ablenken von irgendwelchen reingeworfenen Wörtern. Was? Wir? Ja, also man nannte uns auch die Vulkanier unter all den Podcasts. Vor allem so emotionslos, ja, das kann man total gut. So, also, Ja. ich würde sagen, wir hatten den Ansatz schon mal vor 40 Minuten gegeben. Und wo gesagt hatten, wir wären durch. Dann kam wieder der CGI-Rant von dir und dann kam ich wieder auf Und dann ging Musik es wieder völlig von vorne los. dann kamst du auf Spiele und dann kam ich auf Spiele. Aber mal ganz kurz nochmal zurück zur Musik. Nein, So, ich mache jetzt aus. Mir reicht's. Gute Nacht, Freunde. Ach, ja. Danke fürs Zuschauen und ja, Ja. bis zum nächsten Mal. Primär bedanke ich mich fürs Zuhören. Das Schauen ist bei mir echt nicht so viel, meistens sehe ich nicht viel. Das sind echt wirklich drei Folgen, wo wirklich echt nur exakt dasselbe zu sehen ist. Aber würde mich interessieren, wenn noch jemand dabei ist und sich das gerade noch anhört, könnt ihr auch mal Spielideen reindroppen und sagen, das wäre vielleicht ganz cool für einen Podcast, so als Hintergrundberauschung. Also wenn noch irgendwer das hier guckt, ja, schreibt einfach mal was rein. Was man auch machen könnte, ist diese Audiospur dann einfach verwenden in ein anderes Spiel. Aber ja, dann muss man es hier aufnehmen und dann würden wir das nochmal in Echtzeit, also in dem Fall 3 Stunden Spiel laufen lassen und davon dann das Material abcapturen. Das ja, ist dann auch ein bisschen zu viel. Ja, nee, das ist.
Vor allem musst du die zwei Sachen dann auch wieder zusammenschneiden. Und dann reden wir wieder zwischendrin über Shuttles und das passt dann wieder überhaupt nicht zu dem anderen. Währenddessen gucken wir uns irgendwelche Sonnenaufgänge im Grand Canyon an. Ja, die Shuttles, ich muss gerade mal hier Shuttles losschicken. Hä? Na gut. Bevor wir uns dann ganz wichtig, also ich fange mal an. Besten Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel, Bus, Bus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.